Hallo allerseits und herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop. Es tut mir sehr leid, dass ich heute nicht live sein kann, aber im Idealfall bin ich jetzt gerade auf der Autobahn auf dem Weg von Eckernförde nach Hause, wo ich ein wenig frische Luft geatmet habe. Und ich war mir unsicher, ob ich das schaffe, rechtzeitig wieder hier zu sein. Ja, wir haben eine spannende Woche vor uns. Wir haben am Dienstagnacht den Vollmond in Fische, der natürlich gerade für viele von uns hier, die wieder immer wieder einschalten, interessant ist, denn wir sind ja alle Fische. Und dazu mache ich natürlich am Montagabend einen gesonderten Mondimpuls. Und dann haben wir gleich am nächsten Tag, am Mittwoch, den Herbstbeginn. Der Herbstbeginn wird astrologisch ja dadurch angekündigt oder angezeigt, dass die Sonne in das Tierkreiszeichen Waage wechselt. Das ist am Mittwoch um 21.21 Uhr auch noch der Fall. Also am 22.09. haben wir dieses Jahr den Herbstanfang. Falls ihr noch Lust habt, ich starte an diesem Mittwoch zusammen mit Roé um 19 Uhr unseren zweiten Tarot-Online-Kurs. Es sind noch ein paar Plätze frei. Und kurz vorher, ich glaube so um 17 Uhr, werden Roé und ich auch nochmal online gehen und euch eine Kartenlegung für den Herbstbeginn vorstellen. Ja, also wir haben jetzt in der kommenden Woche doch eine sehr waagische Zeit. Schaut euch gerne nochmal das Video an, das Christopher und ich zur Mäßigkeit am Samstagmorgen aufgenommen haben, auf dem Kanal der Geheimnisakademie. Ich habe es natürlich auch bei den Mantikern verlinkt. Wir hatten in den letzten Wochen astrologisch gesehen nicht so viele Neuerungen. Das letzte war, dass Mars in die Waage gegangen ist. Und das ist natürlich jetzt sehr schön, wenn die Sonne ihm folgt. Dann haben wir eine etwas ruhigere, ausgeglichenere Qualität. Mit dem Fische-Vollmond kurz vor Herbstbeginn haben wir dann auch nochmal den Abschluss des Sommers und vieler Themen, die uns alle bewegen und können vielleicht dann wirklich powervoll, kraftvoll mit dieser Mars-Sonne in den Herbst starten. Es ist ja auch viel los, jedenfalls bei uns. Ja, und wir schauen einfach mal, wie das so läuft. Im Hintergrund hinter mir seht ihr schon den Spirit Guide, den ich für die kommende Woche gezogen habe. Ich werde ihn gleich enthüllen. Er stammt diesmal aus einem Buch, das mir wieder in die Hände gefallen ist. Ich habe ja sehr lange auch als Lektorin gearbeitet und einer meiner ersten Übersetzungs- und Lektoratsaufträge war für die Edition Sternenprinz aus dem Hans Nitsch Verlag. Ich weiß gar nicht, ob der noch existiert, habe ich jetzt gerade gar nicht nachgeschaut. Ich habe für diesen Verlag mal ein Buch namens Der Lichtkörperprozess in den 90ern übersetzt. Ja, und ich habe das getan, weil ich damals sehr angetan war von einem Buch in den frühen 90ern. Habe ich mich immer mehr mit Spiritualität beschäftigt. Kartenlegen habe ich schon früher gemacht, aber ich bin damals durch einige Krisen gegangen, die mich dahin geführt haben, dass ich doch mal mehr über diese Themen nachdenke. Und damals war ich sehr angetan von dem Buch Rituale und Gebete der aufgestiegenen Meister. Die aufgestiegenen Meister waren damals voll im Trend, jedenfalls in meiner Heimatstadt Berlin. Und dieses Buch habe ich mir damals angeschafft und ich muss sagen, auch wenn die Texte inzwischen doch sehr veraltet sind, habe ich hier eine sehr, sehr schöne Karten da immer noch bei. Und aus diesen Karten habe ich eine Karte gezogen für euch. Und zwar ist dies, tara, tara, die Lady Miriam. Alle diese Karten hier, die haben, wie gesagt, mit aufgestiegenen Meistern zu tun. Und die Lady Miriam ist eine davon. In dem Begleitbuch, was ich mir vorhin nochmal durchgelesen habe, da wird dann auch genannt, dass sie früher die Lady oder Queen Guinevere verkörpert hat, die ja
auch Ginevra ausgesprochen wird oder wie immer wir es wollen, die die Ehefrau von König Artus war und die, auch wenn sie dann in der christlichen Deutung des Artus-Mythos als unfruchtbare Frau dargestellt wird, die da zwischen Lancelot und Artus hin und her pendelt, tatsächlich die Kraft verkörperte, die Urkraft des Landes, die Lady sozusagen, die das Land behütet und die Fruchtbarkeit bringt und die in diesem Buch interessanterweise verbunden wird mit den Ritualen der Jahreszeiten. Von daher finde ich sie sehr passend. In dem Buch wird für jeden Jahreszeitenbeginn ein Ritual genannt und ich dachte, ich lese euch das mal kurz vor, vielleicht habt ihr Lust, damit zu arbeiten. Und zwar schlägt Lady Miriam in diesem Herbstritual vor: Nimm ein Bad, in dessen Wasser du Tropfen von Bergamott und Rosmarinöl gegeben hast. Kleide dich in dunkle, tiefe Farbtöne, wie zum Beispiel Gold, Orange, Rot oder Dunkelgrün. Sitze still und lasse zu, dass du in einen Zustand der Ruhe und Kontemplation kommst. Zünde eine goldene oder orangefarbene Kerze an, setze dich vor sie hin, zeichne mein Symbol hinein und sprich folgende Worte. Der Herbst ist nun gekommen und die Blätter verlieren langsam ihr Leben. Sie fallen auf die Erde und bilden einen goldenen Teppich voller Schönheit und Licht. Die Himmel verlieren ihr Blau und verfärben sich grau und Regenwolken ziehen sich zusammen, um die Erde mit ihren Tränen zu waschen. Die Dunkelheit sammelt sich und die Wärme der Sonne ist vergangen. Winde wehen und verbreiten Kälte und Angst. Dies ist eine Zeit des Loslassens, in der ich beginnen muss, die Erde zu reflektieren und die Dinge aufzugeben, die mir nicht mehr gehören. Die Dinge, von denen ich gelernt habe und deren Leben ich aufnehmen dürfte, die Dinge, die ich nicht heilen und denen ich nicht helfen kann, die Dinge, über die ich hinausgewachsen bin oder die über mich hinausgewachsen sind, Menschen, Orte und Situationen, die ich zurücklassen kann. Sprich nun über die Angelegenheiten, für die du Hilfe und Unterstützung brauchst. Stell dir vor, wie die Dinge, über die du sprichst, von dir abfallen, wie Blätter, die der Wind von einem Baum weht. Sieh, wie sie dir Stück für Stück genommen werden und fühle, wie sich deine Energie in dein innerstes Wesen zurückzieht, um sich zu erneuern. Wenn diese Dinge von dir abfallen, erkenne die Lektionen, die du gelernt hast und sprich über sie. Wenn du damit fertig bist, bleibe im Kerzenlicht sitzen, bis es langsam erlischt und in der Dunkelheit aufgeht, also keine zu große Kerze nehmen. Während die Kerze ihr letztes Licht verliert, sprich mit sanfter Stimme folgende Worte. Ich stehe alleine in der Dunkelheit und versammle um mich herum die wärmende Liebe der Mutter. Und ich bin voller Mut, denn ich trage das Licht in mir. Erde, schlafe still unter dem Teppich aus Blättern, schlafe und werde stark, schlafe und werde gesund. Ja, das ist einfach mal eine Anregung, falls ihr Lust habt, etwas für den Herbst zu machen. Ich finde das eigentlich ganz schön. Wir bereiten uns ja in dieser Woche auch auf die Bundestagswahl vor und vielleicht hilft euch das, nochmal einen klaren Kopf zu bekommen, bevor ihr eure Wahl abgebt, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und nun komme ich zu den Karten der Woche. Ich habe mich heute entschieden für diese Zeit, die ja gerade im keltischen, druidischen viel den Leuten sehr wichtig war, für die Tag- und Nachtgleiche mit dem Druidcraft-Tarot zu arbeiten, das ich auch sehr schätze. Und ohne weitere Umstände gehe ich dann jetzt auch in Medias Res mit meiner legendären Triangel und ziehe die Nachricht für den Widder. Ja, lieber Widder, Mars ist in deinem Gegenzeichen Waage. Die Sonne tritt nun auch am Mittwoch in die Waage ein. Das heißt, du bist weiter gefragt, diplomatisch, ruhig und gelassen durch die Gegend zu gehen
Und auf die Impulse von außen, die manchmal auch nicht unbedingt angenehm sein können, nicht mit die von ihnen nicht provozieren zu lassen, sondern diese Impulse aufzugreifen, für dich zu nutzen, aber immer ruhig und gelassen zu sein. Und sehr schön, ich habe gerade mit Christopher das Video zu der Mäßigkeit gemacht und habe da auch das Ass der Musik gezogen, was das Ass der Stäbe ist. Und ich finde diese Karte hier wunderschön im Druidcraft. Ja, eigentlich ist es ja eine Frühlingskarte. Aber für mich ist das der Hinweis, dass du zwar das Abschiednehmen auch zelebrieren sollst, wie ich das eben in dem Ritual angesprochen habe. Aber für dich geht es vor allem darum, jetzt dich neu auszurichten und langfristig, wenn man ein halbes Jahr langfristig nennt, darauf hinzuarbeiten, was möchte ich denn in meinem Frühjahr neu anstoßen? Wie kann ich das während des Herbstes vorbereiten und wo bringt mich das hin? Eine Karte des Flirtens, des Spielens, der Erotik, eine Karte der Intuition und auch eine Karte der Begegnung. Also nicht nur Menschen, die dich nerven, werden vielleicht in den kommenden Tagen auf dich zukommen, sondern auch durchaus Menschen, die du interessant und attraktiv findest und mit denen du nähere Bekanntschaft machen möchtest. Von daher nutze die Chance, seize the day. Und es ist eine wirklich sehr schöne Karte, wie ich finde, die dir viel Zuversicht und einen energiereichen Start in den Herbst schenkt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Das, mein lieber Widder, ist meine Nachricht für dich. Für den Stier steht nichts Neues, Großartiges an. Die Venus, deine Herrscherin, ist weiterhin in der Jungfrau und dort auch ganz zufrieden, glaube ich. Und ich habe, das ist ja wirklich voll lustig, das ist die Karte, die Christopher gerade eben in dem Orakel gezogen hat, dass wir auf der Besprechung der Mäßigkeit gemacht haben. Für dich habe ich die vier der Münzen gezogen. Die vier der Münzen ist normalerweise eine Karte des Mangels, aber in dem Zusammenhang mit dem Druidcraft geht es ganz stark darum, sich der eigenen Ressourcen zu besinnen, also diese Schatzkiste, vor der man da kniet, zu öffnen, hineinzuschauen, was habe ich denn eigentlich alles an finanziellen, gesundheitlichen, aber auch geistigen, seelischen Ressourcen, um gut in den Herbst zu starten. Das ist also eine Bestandsaufnahmekarte, bevor ich dann wieder etwas Neues angehe. Ergänzt sich sehr schön mit dem Ass der Stäbe vom Widder. Du, lieber Stier, bist in der kommenden Woche angehalten, über deine Bücher zu gehen. Wenn du jetzt noch nicht die Steuererklärung gemacht hast, dann ist das jetzt wirklich Zeit. Aber einfach auch zu schauen, okay, was brauche ich denn noch, um gut nicht nur in den Herbst, sondern dann auch in den Winter zu gehen? Welche Vorbereitungen sollte ich dafür in dem Herbst treffen, damit ich dann wirklich eine gute Winterzeit erlebe? Habe ich genug Toilettenpapier zu Hause? Und wie sieht es mit anderen Dingen aus? Also eine Karte, die sagt, nutze alles, was du hast, aber vor allem sammle deine Kompetenzen. Du hast ganz viel, worauf du bauen kannst. Du hast auch Ressourcen aus deiner Familie, aus deiner Ahnenschaft, denn dies sieht so ein bisschen aus wie eine Truhe, die von den Familienmitgliedern durch die Jahrhunderte genutzt wurde. Also was ist jetzt besonders nützlich und wertvoll für dich? Nutze es. Das ist deine Aufgabe für die kommende Woche. Ich denke, das ist eine sehr schöne Stierbeschäftigung, die dir auch Sicherheit und Stabilität geben wird. Das, mein lieber Stier, ist meine Nachricht für dich. Für die Zwillinge gibt es natürlich auch eine Karte und ich überlege gerade, Merkur befindet sich in der Waage zusammen mit Mars und der Sonne, also da haben wir noch stärker die vagische Betonung. Auch er hilft dir, sehr diplomatisch zu sein und offensichtlich auch gesellig. Liebe Zwillinge, das hast du ja besonders gerne, das Gesellige. Diese Karte, die drei der Kelche, fordert dich dazu auf,
Feste zu feiern, dich mit Menschen zusammenzutun, mit denen du glücklich bist und vielleicht das Ende des Sommers und den Anfang des Herbstes durch eine kleine Festivität zu feiern. Wenn du das nicht persönlich tun kannst, dann im Herzen mit anderen Menschen, ob du nun ein Seminar belegst, wo Gleichgesinnte mit dir feiern oder aber du dich im engeren Familienkreise mit Menschen triffst zu einem schönen Essen. Das sind Sachen, die mir dazu einfallen. Die Drei der Kelche ist auch immer ein Hinweis darauf, dass du vielleicht Projekte hast, die jetzt angegangen werden sollten, Herzensprojekte. Und wenn du da nicht alleine weiterkommst, dann sagt die Drei der Kelche immer, such dir Gleichgesinnte, mach das nicht alleine, brauchst du nicht. Es gibt genug Menschen, die gerne das mit dir tun möchten. Und ansonsten ist es wirklich eine Feierkarte, eine Karte der hohen Zeit. Überlege dir, was es für dich jetzt am Ende des Sommers zu feiern gibt und feiere das mit Menschen, die dir wirklich etwas bedeuten. Und dann tust du genau das Richtige für die kommende Woche. Wirklich eine sehr schöne Karte. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Das ist meine Nachricht für dich. Nächstes habe ich eine Botschaft für die Krebse unter euch. Ja, für dich ist natürlich die Zeit des Vollmondes immer eine wichtige Zeit. Der Mond beherrscht dein Zeichen. Diesen Dienstag findet der Vollmond auch noch in einem Wasserzeichen statt, das dir sicher sehr schöne spirituelle, intuitive Impulse verleiht, denn du verstehst dich ja gut mit den Fischen. Und ja, ich habe auch eine wunderschöne Karte für dich gezogen. Wieder möchte ich auf das Video zur Mäßigkeit verweisen, das ich heute, also Samstag früh, mit Christopher gemacht habe. Wir sehen hier den Kessel der Keretwin abgebildet. Diese Karte haben wir nicht gezeigt in unserer Präsentation. Aber wir sehen hier sehr schön, dass hier die Dinge vermischt werden, zusammenkommen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Im Hintergrund sehen wir auch einen Regenbogen abgebildet. Also gerade du solltest den Vollmond nutzen, um wirklich ein tiefgehendes Abschlussritual zu machen, die Karten in deinem Leben neu zu mischen und dann dir auch nochmal zu überlegen, ja, was hatte ich mir eigentlich vorgenommen für dieses Jahr? Was war denn so der wichtigste Schwerpunkt? Konnte ich den erreichen oder ist mir das gar nicht gelungen? Und was kann ich denn tun, um dann noch Weichen zu stellen? Das wäre eine wirklich gute Sache für dich. Schau dir auch unbedingt das Video an, das Christoph und ich gemacht haben. Und sei bitte dabei, wenn ich den Mondimpuls am Montag mache, denn ich glaube, der enthält sehr, sehr wichtige Nachrichten für dich. Tolle Karte, meine Nachricht für dich, mein lieber Krebs. Nach dem Krebs kommt der Löwe an die Reihe und immer wenn die Sonne, dein Herrscher, deine Herrscherin, das Zeichen wechselt, ist es natürlich eine wichtige Zeit für dich. Die Sonne geht jetzt am Mittwochabend in die Waage. Wir feiern Herbstanfang und das bedeutet natürlich für dich, dass deine Zeit, die Sommerzeit, der Höhepunkt der Wärme des Jahres zu Ende geht, es in temperiertere Zeiten wechselt. Aber das heißt ja für dich nicht, dass du nicht tolle Dinge machen kannst. Vielleicht kommst du jetzt aus der Ruhephase, der Siesta heraus in Aktivität. Das sagt jedenfalls die Karte, die ich für dich gezogen habe, das Ass der Schwerter. Hier dargestellt als das Schwert Excalibur, das die Frau aus dem See uns reicht. Das mystische Schwert, das dich, lieber Löwe, dazu einlädt, über dein Königreich zu herrschen. Du bist ja der geborene Anführer der Tiere. Die Frage, die die Karten an dich stellen, ist: Worüber möchtest du herrschen? Wo möchtest du Perfektion erlangen? Welchem Kurs möchtest du dich zuwenden? Welche Sprache möchtest du sprechen? Für was möchtest du kämpfen und dich einsetzen? Das sind Fragen, die du dir in der kommenden Woche stellen solltest und dann auch für den Herbst stellen solltest. Das Ass der Schwerter kann man sehr gut als Herbstkarte sehen. Die Luft ist der windigen Jahreszeit zugeordnet und ich bin mir sicher,
dass gerade in dir ein Projekt schlummert, das gelebt werden möchte. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Warte noch den Vollmond ab und dann gib Gas. Das sieht sehr, sehr gut für dich aus. Attacke, los, ist meine Nachricht für dich, lieber Löwe. Als nächstes kommt die Jungfrau an die Reihe. Liebe Jungfrau, deine Zeit des Geburtstages geht nun langsam zu Ende. Ab Mittwoch feiert die Waage Geburtstag, aber jetzt in den letzten Tagen solltest du noch das Beste herausholen aus dieser Zeit, die ja wirklich den Wechsel symbolisiert von der heißen Sommerzeit in die kühleren Temperaturen. Und ich habe für dich eine Karte gezogen, die ich im Druidcraft besonders schätze, die 7 der Schwerter. Im Waitsmith-Tarot kommt die ja nicht so gut weg, aber ich finde sie hier wunderschön dargestellt. Wir sehen auch im Hintergrund einen abnehmenden Mond. Es geht also nicht unbedingt auf Vollmond hin, aber ich muss gerade mal gucken, ob das wirklich stimmt. Ja, es ist ein abnehmender Mond, aber die Qualität dessen, dass deine Zeit zu Ende geht, dass der Sommer zu Ende geht, die wird trotzdem sehr gut in dieser Karte dargestellt. Wir sehen im Vordergrund Schwerter, die kreuz und quer stehen, die geordnet werden müssen. Und welches Zeichen ist dafür nicht am meisten prädestiniert, wenn nicht du? Du bist das Zeichen der Ordnung und Strukturen. Und wir sehen den Mann, der da im Hintergrund Buch hält, vielleicht auch seine Gedanken sortiert, um dann in den Herbst zu starten. Also für dich die ganz klare Nachricht: In der kommenden Woche ordne ich alles, was liegen geblieben ist im Sommer. Hole nochmal das hervor aus der Schublade, was ich eigentlich machen wollte. Besinne mich darauf. Schreibe vielleicht auch ein wenig Tagebuch, übe mich in Achtsamkeit. Das sind alles Dinge, die mit dieser Karte suggeriert werden. Ich denke, das ist ideal für dich. Das wird dir sehr gefallen, um dich vorzubereiten auf den Herbst. Also genieße das, dass du jetzt Freiraum bekommst, um dich neu auszurichten, indem du deine Gedanken sammelst. Das ist das Wichtige für dich in der kommenden Woche und meine Nachricht für dich, liebe Jungfrau. Und damit sind wir bei dem Geburtstagskind der kommenden Wochen angelangt. Ab Mittwochabend, liebe Waage, beginnt deine Geburtstagszeit. Und gerade für dich ist es sicher interessant, dir das Video anzusehen, das ich mit Roe am Mittwochnachmittag, späten Nachmittag machen werde, indem ich dir eine Kartenlegung vorstelle, die du dann für den Herbst machen kannst. Und ich habe wirklich eine wunderschöne Karte für dich gezogen. Also bisher kann sich kein Zeichen beschweren, wie ich finde. Die 10 der Kelche. Die Zähne, die stehen ja immer für Umwandlung und Veränderung. Und bei der 10 der Kelche geht es dabei um Veränderungen in der Familie. Wir sehen eine Familie dargestellt: Vater, Mutter, zwei Kinder. Wir sehen ein Kind, das langsam zum Jugendlichen wird. Wir sehen ein neugeborenes Kind. Wir sehen die Zuwendung der Eltern zu diesen Kindern auf der Karte. Und du tust gut daran, gerade wenn jetzt auch Mars durch dein Zeichen geht. Es ist ja für dich immer ein bisschen anstrengend, zuzulassen, dass sich in deinem Leben auch Familienstrukturen verändern, dass du vielleicht andere Gefühle hast für deine Familie als bisher, dass du merkst, ich habe jetzt auch gerade im Zuge meines Geburtstages, wenn ich mir Gedanken mache, was will ich mit meinem neuen Lebensjahr anfangen, neue Bedürfnisse und Wünsche, die gelebt werden wollen. Und das lasse ich einfach zu. Das bedeutet nicht, dass die Harmonie, die dir ja so wichtig ist und die auf dieser Karte sehr schön dargestellt wird, verloren geht. Nein, es bedeutet einfach, dass du dich neu für das kommende Jahr positionieren sollst, um ein wenig glücklicher noch zu sein, als du es hoffentlich schon bist und dadurch auch zum Glück anderer beizutragen. Denn die Menschen um einen herum, die einen lieben, die sind am glücklichsten, wenn man auch glücklich ist. Darauf solltest du hinarbeiten. Das ist jetzt gerade ganz wichtig für dich. Und mit dieser wunderschönen Karte lässt es sich doch hervorragend nicht nur in den Herbst, sondern auch
in deine Geburtstagszeit starten. Ich wünsche dir dabei ganz viel Vergnügen. Mach ruhig dieses Loslassritual. Ich glaube, das könnte dir gut tun. Und ich ja, werde ja dich noch ein wenig durch die Geburtstagszeit in den kommenden Wochen begleiten. Das, meine liebe Waage, ist meine Nachricht für dich. Damit bin ich beim Skorpion angelangt. Und der Skorpion, der hat, mir fällt das gerade ein, ich habe das vorhin falsch gesagt, die Venus ist natürlich überhaupt nicht in der Jungfrau, sorry, liebe Jungfrau, sondern der Skorpion ist gerade, die Venus ist gerade im Skorpion und bringt dir viel Liebe und Zuversicht. Und vielleicht auch das eine oder andere erotische Abenteuer. Und das ist heute wirklich ein bisschen spooky, wie gut die Karten passen. Ich habe dann auch gleich für dich eine sehr, sehr schöne Karte gezogen, nämlich die zwei der Kelche, die auch der Venus zugeordnet ist, Venus im Krebs. Aber das macht nichts, denn der Krebs, der den Mond regiert, der bestimmt auch dich in der kommenden Woche stark. Denn der Vollmond in Fische, der ist natürlich für dich als Wasserzeichen auch sehr, sehr relevant. Am besten auch du schaust dir den Mondimpuls an, den ich am Montag machen werde. Die Zwei der Kelche ist eine Karte der inneren Zuwendung, der Selbstliebe, die dafür sorgt, dass wenn ich mich selbst besonders wertschätze, und das kannst du sehr, sehr gut, wenn Venus durch dein Zeichen geht, dann kann ich auch andere wertschätzen, wenn ich mich selbst liebe, kann ich andere lieben und bin liebenswert. Also die Karte fordert dich dazu auf, wirklich nicht so sehr darauf zu gucken, was andere an dir liebenswert finden könnten, sondern deine eigene Liebe zu dir selbst mehr zu stärken, deine innere Frau, deinen inneren Mann zu erwecken, zu leben, zu genießen und dann wirst du wunderschön in den Herbst starten, begleitet von der Göttin der Liebe Venus. Und wenn du vielleicht gerade Single bist, ist das ein sehr gutes Omen, dass du jemanden kennenlernen könntest im Herbst. Und wenn du in einer Beziehung bist, könnte es sein, dass dir diese Karte die Chance gibt, deine Beziehung noch liebevoller zu gestalten und zu vertiefen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig gerade und ist meine Nachricht für dich. Liebe Skorpione. Damit bin ich beim Schützen angelangt. Der Schütze hat weiterhin keine großen Veränderungen. Noch immer ist dein Planet Jupiter rückläufig im Wassermann unterwegs, wird aber demnächst wieder den Vorwärtsgang einlegen und du hast mit dem Prinzen der Münzen eine super Gelegenheit, jetzt die kommenden Tage noch mal zu nutzen, bevor das geschieht, um deine Ressourcen, ähnlich wie wir das schon beim Stier gesehen haben, zusammenzusetzen und zu nutzen. Der Prinz der Münzen ist da aber schon ein Stückchen weiter als die Vier der Münzen. Er sagt: Ich weiß genau, was ich will. Ich bin auch bereit, es mir zu holen. Aber im Augenblick muss ich mich noch ein bisschen bedeckt halten. Schau, wie er sein Schild vor sich hält. Ich bin auf alle Eventualitäten vorbereitet. Da mangelt es dem Schützen manchmal dran. Er ist halt immer zu sehr zielstrebig nach vorne gerichtet. Ich weiß genau, was ich will. Ich habe alles gut bedacht. Und ich warte jetzt nur noch auf den richtigen Moment loszureiten. Vielleicht wartest du da tatsächlich noch ein bisschen, bis dein Herrscher direktläufig wird. Aber in der kommenden Woche stehen Vorbereitungen an, Investitionen in neue, konkrete Projekte, in etwas, was du tatsächlich umsetzen möchtest, könnten hier gefragt sein, ob das die Selbstständigkeit ist, ein neuer Job, eine neue Liebe, eine neue Wohnung. All diese Dinge möchten jetzt vorbereitet werden und der Prinz der Münzenscheiben, der wird dich dabei wirklich sehr tatkräftig unterstützen. Tolle Karte für dich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinen Projekten. Und das ist meine Nachricht für dich, lieber Schütze.
der Steinbock soll natürlich seine Botschaft bekommen von mir. Und dafür ziehe ich eine sehr spannende Karte, hoffe ich. Ich habe auch für dich keine neuen astrologischen Themen. Saturn, dein Herrscher, ist weiterhin ebenfalls rückläufig im Wassermann. Aber hey, du bist aufgefordert, in die Aktion zu gehen. Ich habe eben für den Schützen einen Prinzen gezogen. Für dich ziehe ich den Prinz der Schwerter, der wesentlich aktiver daherkommt als der Prinz der Münzen. Man sieht deutlich, du hast einen Plan. Wir hatten ja jetzt auch gerade in der Sommerzeit immer Karten, die gesagt haben, ich bin stabil, ich habe gute Pläne, ich bin diszipliniert. Und jetzt zum Herbst hin, Luftzeichen, ähnlich wie beim Ast der Schwerter beim Löwen. Beides, Steinbock und Löwe, sehe ich als die Herrscher im Tierkreis. Bist du aufgefordert, jetzt loszuschießen mit deinen Projekten, auf Reisen zu gehen, ob das virtuelle Reisen oder tatsächliche sind, Attacke zu gehen, eine klare Ansage den Menschen gegenüber zu machen, die gerade in deine Parade fahren wollen oder aber auch dich unterstützen wollen, indem du sagst, Führung, ich führe euch an, los. Also eine wirklich tolle Karte, die sagt, wenn du jetzt zielgerichtet auf genau das zuläufst, zureitest, was du in den letzten Wochen geplant hast, dann wird das richtig gut werden. Was du nicht tun solltest, ist dich abhalten lassen vom Webabkommen oder ja, dich nicht darauf fokussieren. Das ist eine Karte, die sagt, genau da in diese Richtung reite jetzt und lass nicht los. Und dann bekommst du genau das oder wen du haben willst. Also eine sehr vielversprechende Karte für dich und ich wünsche dir wirklich viel Erfolg in der kommenden Woche. Ja, und als letzte Karte, nein, stimmt ja gar nicht. Gott, ich bin schon bei den Fischen, aber natürlich kriegt jetzt auch erstmal der Wassermann seine Botschaft. Für den Wassermann keine großen Neuerungen. Uranus weiterhin rückläufig im Stier, in deinem Zeichen Jupiter und Saturn aktiv. Und ja, für dich bedeutet das alles, was so an Energie nach vorne drängen eigentlich bei dir ist, kommt gerade zum Stillstand und ich habe daher auch eine sehr kontemplative Karte für dich gezogen, die 5 der Kelche. Die kommt ja auch oft nicht so gut weg, ebenso wie die 7 der Schwerter, die ich für die Jungfrau gezogen habe. Aber ich finde die Karte hier im Druidcraft auch wirklich sehr schön. Ich sehe einen Menschen, der sich ans Wasser begeben hat und ja, im Vordergrund liegen 3 zerbrochene Kelche, die auf die 3 der Kelche anspielen, die ich für die Zwillinge gezogen habe auch ein Luftzeichen. 2 weitere Kelche sind noch da, die der junge Mann oder die Frau, ich weiß nicht was, das ist vielleicht auch ein alter Mann, ergreifen kann, sobald er will. Aber im Augenblick ist er versunken in das Spiel auf dem Wasser, in das Spiel der Fische, das wir dort abgebildet sehen. Und er wirkt nicht besonders unglücklich auf mich. Er betrachtet ganz ruhig und gelassen etwas, was bewegt, was fruchtbar ist. Ne? Wir haben heute auch bei dem Video über die Mäßigkeit sehr viel über Wasser und Fruchtbarkeit gesprochen. Und dabei fällt mir ein, dass ja, hier sind 3 Kelche verschüttet. Aber jederzeit kann er die 2 der Kelche, die da noch stehen, nehmen und genau das Spiel der Mäßigkeit spielen, über das wir Christopher und ich heute geredet haben. Und im Augenblick gilt es aber darum, erst einmal Kraft zu schöpfen, aufzutanken, sich befruchten zu lassen von diesem sehr schönen, ruhigen Bild, sich auszurichten auf das, was in der Herbstzeit wichtig sein wird, loszulassen, was im Sommer nicht funktioniert hat und dann nach vorne zu gehen. Eine wirklich schöne Karte, wie ich finde, die hervorragend zu dem Übergang von Herbst in Winter passt und auch dazu, dass Uranus jetzt gerade rückläufig ist und du mit den Projekten, die für dich jetzt in der letzten Zeit wichtig waren, vielleicht gerade nicht so vorankommst. Das, mein lieber Wassermann, ist auf jeden Fall meine Nachricht für dich. Ja, nun sind wir bei den Fischen angelangt und für dich, lieber Fisch da draußen, ist
die kommende Woche natürlich eine sehr wichtige, denn wir haben deinen Vollmond am Dienstag. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das für dich auswirken wird. Schau unbedingt den Mondimpuls, den ich Mittwochnachmittag machen werde. Und ich bin sehr neugierig, was für eine Karte ich für diesen Vollmond für dich ziehe. Und na gut, ich habe eine Karte gezogen, die zeigt, dass für dich dieser Vollmond tatsächlich von großer Bedeutung sein kann. Du bist ja mit dem Planeten Neptun verbunden, der für Träume, Sehnsüchte, aber auch für Illusionen steht. Und es könnte gut sein, dass du zu diesem Vollmond, bevor es dann in den Herbst geht, sehr deutliche Zeichen bekommst, was in deinem Leben losgelassen werden sollte und was nicht. Also gerade du solltest das Ritual machen, was ich eingangs dieses Videos vorgestellt habe. Aber wir sind ja spirituelle Wesen, wir Fische, und wir nehmen den Turm natürlich nicht als so dramatisch, wie es zum Beispiel der Steinbock oder der Stier nehmen würde. Für uns bedeutet der Turm, dass wir, dass wir aussteigen können aus einer unbefriedigenden Situation, die unserer Seele Grenzen auferlegt, die es uns schwierig macht, uns so zu entfalten, wie wir gerne sein möchten. Und ich finde es eigentlich eine sehr schöne Karte, die darauf hinweist, dass wir aus den Begrenzungen des Lebens jetzt hinauskommen, um uns mehr seelischen Prozessen zuzugesellen. Die Karte, die danach kommt, ist ja der Stern, wo es auch wie bei der Mäßigkeit, über die ich heute schon mehrfach geredet habe, darum geht, Visionen zu leben, Träume zu leben, etwas umzusetzen, was in der Mäßigkeit noch sich einpendelt. Und vielleicht passiert etwas in der kommenden Woche, was dich erstmal erschüttert. Die Wahlen stehen an. Vielleicht aber ist es einfach auch nur das Gefühl von, ich bin frei. Ich brauche nicht immer nur das Körperliche, das Materielle, um mein Fischewesen zu leben, sondern je mehr ich davon loslasse, nicht nur die Sommerzeit, sondern auch das, woran ich klebe, umso besser komme ich voran im Leben. Und damit bin ich bei meiner Nachricht für dich, liebe Fische. Ich hoffe, du kommst damit gut klar. Und als Abschluss habe ich mir überlegt, dass ich mal was Neues ausprobiere, wenn ich jetzt hier schon nicht live sein kann. Und zwar wollte ich einmal die Quintessenz der Legung zusammenrechnen, um zu sehen, welche Wochenenergie sich daraus ergibt, dass ich die verschiedenen Karten für die Zeichen gezogen habe. Und da habe ich ein Ass, also eine 1 für den Widder, eine 4, das macht 5 für den Stier, eine 3 für die Zwillinge, das macht 8. Dann habe ich die 14, die Mäßigkeit für den Krebs, dann bin ich bei der 22 angelangt, eine 1 erneut für den Löwen, 23, eine 7 für die Jungfrau macht 30, eine 10 für die Waage macht 40, eine 2 für den Skorpion macht 42. Die Prinzen, die zählen nichts für den Schützen und den Steinbock. Eine 5 für den Wassermann, da sind wir bei der 47. Und die Fische, die geben nochmal ordentlich was drauf mit der 16. Da sind wir dann bei der 63. Und da haben wir im Hintergrund die 9. Und die 9, alle, die sich mit dem Tarot schon etwas mehr auskennen, die können ja schon mal sich das innerlich denken, während ich die Karte suche, die dazugehört. Und ich habe sie gleich gefunden, denke ich. Oder auch nicht. Doch, ich habe sie gefunden. Es ist der Eremit. Und der Eremit ist im Druidcraft auch wunderschön dargestellt. Wir haben wieder den abnehmenden Mond, den ihr schon auf der 7 der Schwerter gesehen habt. Wir haben einen Wolf als Krafttier dabei.
Es ist eine sehr herbstliche Karte. Sie ist ja auch der Jungfrauzeit zugeordnet, diese Karte. Ich finde es wunderschön dargestellt, wie dieser Eremit wirklich auf einer Anhöhe steht, sich einen Überblick verschafft über das, was gewesen ist und was noch kommen wird, und dann sein Licht, wenn es Richtung Mondfinsternis geht. Denn nach dem abnehmenden Mond kommt ja der Neumond. Ja, sein Licht leuchten lässt für sich, für uns. Nochmal die Aufforderung an uns alle, in der kommenden Woche das Ganze etwas kontemplativer anzugehen, uns nicht aus dem Tritt bringen zu lassen durch Impulse von außen, die Kraft der ausgleichenden Waage zu nutzen, in der Ruhe die Entscheidungen zu treffen, die wichtig sind für den kommenden Herbst. Und damit bin ich am Ende dieses Videos angelangt und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich sehe euch vielleicht am Montag oder Mittwoch zu den angekündigten Lives. Und ansonsten schaue ich mal, was ich sonst noch so schaffe. Tatsächlich habe auch ich einiges zu tun in der kommenden Woche. Wie gesagt, falls du Lust hast, beim Tarotkurs mitzumachen, noch nehme ich Anmeldungen entgegen, aber auch das nicht mehr lange. Er startet Mittwochabend um 19 Uhr. Mach's gut, hab eine schöne Zeit bis dahin und ganz am Ende habe ich es geschafft, nochmal das Layout zu crashen. Ich bin einfach super. Macht's gut. Salut.